Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch nochmal von meiner Seite an das Plenum an dieser Stelle. Ich denke mal, die Stadtwerke Konstanz sind bei den meisten bekannt. Ich würde aber einführend trotzdem nochmal zwei, drei Worte zum Unternehmen und auch zu meiner Position sagen. Wir versorgen hier in Konstanz rund 82.000 Einwohner mittlerweile als Infrastrukturdienstleister mit Gas, Wasser und Strom. Sind auch im Bereich Energieservice, also Wärme, Kältecontracting, aktiv und auch zuständig für die Busse, Bäder, die Fähre und weitere Dienstleistungen. Sehr aufstrebendes Geschäftsfeld, das Thema Glasfaser, Telekommunikation, was auch in meinem Vortrag eine kleine Rolle an der Stelle spielen wird. Zu denjenigen, die vielleicht mit dem Begriff Produktmanagement nichts anfangen können, das haben wir 2012 bei uns im Unternehmen eingeführt. Und ich bin mit meiner Abteilung dafür zuständig, dass bestehende Produkte weitestgehend optimiert werden und an geltende Bedingungen angepasst werden, aber auch für Neuproduktentwicklungen, wie zum Beispiel unser Mieterstrommodell, was dann federführend von unserer Abteilung im Unternehmen vorangetrieben wird. Zur Agenda, die ich für den Vortrag heute mitgebracht habe, ich möchte zwei, drei Worte zur Ausgangssituation verlieren, wie wir zu dem Thema gekommen sind und was wir dort für Herausforderungen sehen. Dann mal versuchen, eine kurze Definition über Mieterstrommodelle allgemein abzugeben, die Problemstellung aufzeigen, die dort auftritt und letztendlich, wie wir das Ganze konzeptionell gelöst haben und einen Ausblick geben, wie wir es in den nächsten Monaten und Jahren hier in Konstanz anwenden wollen. Zur Ausgangssituation. Wir haben im Moment die Situation, dass für Erzeuger und Energieliefercontractoren gilt, dass niedrige EEX-Preise bei KWK-Anlagen und niedrige EEG-Einspeisevergütungen bei PV-Anlagen dazu führen, dass die Renditen in den Projekten immer weiter sinken, wenn man dort Volleinspeisung verwendet und viele Projekte an der Grenze zur Wirtschaftlichkeit dabei sind. Zu den aktuellen Vergütungssätzen im Bereich PV habe ich Ihnen eine kurze Grafik mal mitgebracht. Dort sieht man im Prinzip 1.7.2015, also der Monat, in dem wir uns befinden, bei einer Dachanlage momentan so zwischen 10 und 11 Cent, bei einer Anlage im Außenbereich, also zum Beispiel auf einem Industriegebäude, sind es schon nur noch 8,5 Cent. Bei den Vergütungssätzen für KWK sieht es teilweise noch schlimmer aus. Ich habe hier mal die Zahlen von Anfang 2013 mitgebracht, bis auch zum jetzigen Quartal gerade. Dort sehen Sie die grüne Grafik, hatten wir im 2013 noch ungefähr 7 Cent pro Kilowattstunde. Es finden vielleicht auch ein bisschen klein, das sind so 6,5, die in der grünen Grafik oben an der Spitze stehen, sind wir momentan aktuell im Quartal bei 5,5 Cent pro Kilowattstunde. Also dort hat deutlich die EEX-Vergütungssätze entsprechend zurückgenommen. Unten die graue Linie. Die graue Linie ist dann noch die Summe, die dort entsprechend für KWK-Anlagen aus der Stromsteuerrückerstattung und den vermiedenen Netznutzungsentgelten vom Netzbetreiber gezahlt werden. Zusätzlich kommen dann noch die 5,41 Cent für die Erzeugung bei Anlagen kleiner 50 kW elektrisch. Das hat natürlich auch Folgen für die PV- und KWK-Anlagenhersteller, die an der Stelle auch mit schwächelnden Absatzmärkten zu tun haben und die Herausforderung haben, alternative Vermarktungsstrategien zu finden. Für die Netzbetreiber gilt eine etwas komfortablere Situation. Die haben, wenn man sich Deutschland anschaut, eigentlich wenig Interesse, dort alternative Vermarktungsstrategien zu finden, da es kein originäres Geschäftsfeld von ihnen ist und auch die Sachen meistens mit hohem Aufwand bei Abrechnungssystemanpassungen verbunden sind. Für die Wohnungswirtschaft gilt allgemein in dem Zusammenhang, dass es natürlich immer schön ist, die Liegenschaften attraktiver zu machen, und für den Endkunden habe ich jetzt mal geschrieben, der ist natürlich immer auf der Suche nach einem günstigen Stromtarif, der wenn möglich aus ökologischer oder effizienter Erzeugung kommt. Welche Alternativen gibt es jetzt, den Strom aus PV und KWK entsprechend zu vermarkten? Die Variante 1 ist bekannt, wir speisen ein, ist das gängige Modell eigentlich immer noch am Markt. Dann ist das Thema Eigenverbrauch immer mehr am Kommen, lebt halt hauptsächlich davon bei kleineren Anlagen, also im Privatbereich, oder bei größeren Industrieanlagen. Dort tritt nämlich eine Schwierigkeit auf, wenn es dann mehr Abnehmer sind an der Stelle. Deswegen ist es an der Stelle immer ganz gut, wenn es hauptsächlich eine Person ist, die den Strom dort abnimmt. Dann das Thema Direktvermarktung gilt meist eher für größere Anlagen, den Strom entsprechend an der Börse
zu vermarkten oder auch im B2B-Bereich direkt an den Stromlieferanten zum Beispiel. Und dann das Thema, was heute die Rolle spielen soll in meinem Vortrag, das Thema Direktverbrauch durch Dritte, technisch genannt, also gut geeignet zum Beispiel für Mehrfamilienhäuser und dann entsprechend die Mischform, die daraus resultiert, also das Mieterstrommodell, den Direktverbrauch durch Dritte, also die Mieter im Gebäude mit Strom zu versorgen und die überschüssige Energie, die dort nicht abgenommen wird, ins Netz einzuspeisen. Also Einspeisung und Direktverbrauch im Gebäude. Damit möchte ich dann auch zum Versuch einer Definition für Mieterstrommodelle kommen. Es gibt im Allgemeinen keine feste Definition dafür. Ich habe es hier mal so tituliert, dass ich gesagt habe, der Direktverbrauch des Stroms, der in räumlichen Zusammenhang zur Erzeugung in einer sogenannten Kundenanlage und ohne Durchleitung durch ein öffentliches Netz verbraucht wird. Das führt dazu, aus rein fiskalischer Sicht, dass Abgaben und Netzentgelte sowie einige Umlagen für diesen Mieterstrom, also für den direkt verbrauchten Strom, nicht gezahlt werden müssen. Damit ergibt sich dann auch der Preis des Direktverbrauchs oder des Mieterstroms, nämlich den Energiepreis, bestehend aus Beschaffung, Kundenservice, Vertrieb und Marge, zusätzlich der EEG-Umlage, die noch übrig bleibt, und die Mehrwertsteuer. Alle anderen Preisbestandteile fallen dann an der Stelle weg. Und dann braucht man ja immer noch einen Reststrom an der Stelle, wenn man nicht nur den Mieterstrom aus dem Gebäude liefern möchte, denn der Kunde hat natürlich Interesse daran, wenn möglich einen Vertrag zu haben und nicht zwei. Also der Reststrom ist sozusagen der zusätzlich benötigte Strom zur Vollversorgung des Mieters und für den fallen dann alle Strompreisbestandteile an, der kommt nämlich ganz normal dann aus dem Netz. Ich habe Ihnen hier mal die Kostenbestandteile aufgelistet des heutigen Strompreises, wie der sich zusammensetzt. Der linke Balken sieht recht lustig farbig aus, gibt auch für die, die nicht so viel mit dem Thema zu tun haben, so einen kleinen Einblick, aus wie vielen Strompreisbestandteilen der Strompreis mittlerweile resultiert. Interessant ist dann entsprechend rechts die Grafik für KWK-Anlagen, oben der weiße Balken. Das ist im Prinzip das Potenzial, was man hat, finanziell von solchen Mieterstrommodellen bei KWK-Anlagen zu profitieren. Das sind je nachdem, was man auch für Vertriebsmargen etc. pp. Hat, so um die 5 bis 9 Cent, würde ich mal sagen, in einem ganz großen Rahmen. Davon kann man den Mietpreis dann entsprechend, den Strompreis für die Mieter senken. Man kann das Potenzial für die KWK-Anlagen erhöhen, also dort mehr Geld zu verdienen. Und man muss natürlich noch das ganze System, was ich auch noch in den nächsten Folien vorstellen möchte, davon letztendlich bezahlen. Bei PV-Anlagen sieht die Situation nicht ganz so komfortabel aus. Da reden wir im Allgemeinen nur von, ich sag mal so 1 bis 3, 4 Cent. Bei größeren Anlagen, Industrieanlagen, kann es auch mal mehr sein, wobei man da wahrscheinlich eher auf die Eigenverbrauchsvariante gehen würde. Die Kombination von PV und KWK geht natürlich auch super. Da hat man dann die Infrastruktur entsprechend schon mit einem großen Teil KWK bezahlt und die PV-Anlage würde dann davon profitieren. Eine aktuelle Umfrage aus der Zeitung für kommunale Wirtschaft, denkt der eine oder andere von Ihnen wird die kennen, hat die Frage gestellt, Mieterstrommodelle Fluch oder Segen? Also sollen sich die Stadtwerke mit der Thematik beschäftigen und dort auch entsprechend Know-how investieren oder sollen sie es lieber bleiben lassen? Letztendlich hat eine überwältigende Mehrheit gesagt, es ist ein zukünftiges Geschäftsfeld für Stadtwerke und das sehen wir auch so. Die Mehrwerte, die sich aus dem Modell ergeben, ist einmal für den Erzeuger und die Energielieferkontraktoren, dass sie entsprechend mehr Geld für ihren Strom einnehmen können. Für die PV- und KWK-Anlagenhersteller sind es neue zukunftsfähige Absatzmärkte an der Stelle. Für die Wohnungswirtschaft, die kann ihre Liegenschaften aufwerten, dadurch, dass die Mieter geringere Stromkosten in den Objekten haben. Und der Endkunde profitiert letztendlich auch noch, weil er stabilere und niedrigere Preise für den Strom aus effizienter und ökologischer Erzeugung erhält. Zur Problemstellung, die sich dabei ergibt, das ist das klassische Summenzählermodell, da kann man jetzt wahrscheinlich auch nicht so viel lesen. Interessant sind rechts, unten sage ich mal die grünen Felder, das sind die Nutzer, die am Mieterstrommodell teilnehmen. Das Genickbrechen tut einem immer der Orangene, das ist nämlich der, der ausschert und sagt, er will seinen Strom von einem anderen Lieferanten bekommen, das darf er nämlich. Die blauen Felder unten sind PV und KWK, die Einspeiser innerhalb des Mieterstrommodells. Und jetzt ist die Abrechnungssystematik, die sich dahinter ergibt, also wer erhält zu welchem Zeitpunkt wann welchen Strom aus dieser Erzeugung, nicht so ganz trivial.
Letztendlich führt es sogar dazu, dass bei jedem Wechselprozess innerhalb des Objektes, bei Auszügen, Einzügen, Lieferantenwechsel, sämtliche Zählerdaten erfasst werden müssten, um das entsprechend auch sauber umzulegen. Will man das mit einem konventionellen Modell abwickeln, da reden wir von Ferraris-Zählern, die im Normalfall überall installiert sind, in den Gebäuden mit manueller Zählerablesung, führt das dazu, dass man geringe Kosten bei der Zählertechnik hat, die sind nämlich schon da. Aber es ist so, dass im Prinzip ja, das ENWG recht klar vorgibt, wie eine Kundenrechnung auszusehen hat und auch welche Strombestandteile darauf ausgewiesen werden müssen. Und ja, ich sag mal, ganz ketzerisch, ignoriert man diese, ist die Handhabung des Modells recht einfach. Hält man sich an die Vorgaben, die man dort hat, ist es meiner Meinung oder unserer Meinung nicht ganz so trivial. Die Nachteile des Modells sind, dass bei jedem Wechselprozess eigentlich die Verbräuche stichtagsgenuell manuell erfasst werden müssen. Das ist natürlich mit einem sehr hohen Aufwand verbunden. Es ist keine Differenzierung nach tatsächlich zeitlich aufgelöster Stromnutzung möglich, sondern da wird immer nur pauschal, meist am Ende des Jahres, der Strom dann entsprechend aus PV und KWK oder Reststrom umgelegt. Daraus resultiert dann auch eine saldierte Abrechnung, ohne dass der Mieter weiß, wann hat er jetzt zu welchem Zeitpunkt entsprechend welchen Strom verbraucht. Und unserer Meinung ist auch eine ENWG-konforme Abrechnung damit nicht mehr gegeben. Fazit des Modells, konventionell Ferraris-Zähler für uns nicht standardisiert und EEG-konform abbildbar, aber gängiges Modell am Markt. Ich habe Ihnen mal ein paar Player mitgebracht. Die Firma Lichtblick ist da aktiv, Naturstrom ist da aktiv. Die Stadtwerke Stuttgart wollen dort entsprechend was aufbauen. Oder auch die Firma Techem, die Mainova Quartierstrommodelle. Also es gibt recht vielfältige Modelle am Markt, die alle aber diese konventionelle Zählertechnik und entsprechend kreative Anwendung dann bei der Umlegung des Stroms finden. Zum Summenzählermodell Smart, was wir entsprechend als Zielmodell für uns eruiert haben, sieht so aus, dass wir intelligente Mess- und Kommunikationstechnik einsetzen wollen in diesen Gebäuden. Ich werde später im Ausblick zeigen, dass es dabei hauptsächlich um neue Gebäude geht, die neu errichtet werden. Da ist es natürlich dann auch ein bisschen einfacher. Die Vorteile sind dann natürlich, dass ich stichtagsgenaue Verbräuche aller Nutzer bei Wechselprozessen vorliegen habe. Dort sollen dann entsprechend Viertelstundenmessungen gemacht werden bei den Kunden. Ich kann dadurch differenziert für die Viertelstunde sagen, wie viel ist jetzt aus dem Mieterstrom, also PV oder KWK, zu dem Mieter geflossen und wie viel musste aus dem Netz bezogen werden und kann damit indirekt natürlich auch, um jetzt den Satz vom Kollegen vorweg aufzugreifen, den Mieter durch entsprechende Signale dazu bringen, den Strom dann zu verbrauchen, wenn er günstig ist. Weil wenn ich nämlich weiß, in der Viertelstunde kommt der Strom hauptsächlich aus KWK und PV, kann ich natürlich auch dem Mieter das Signal geben oder noch weiter gedacht im Bereich Smart Home dann entsprechenden Geräten das Signal geben. Entsprechend ist auch eine ENWG-konforme Abrechnung dann möglich, sprich ich kann den Anteil direkt und Reststrom, also Mieterstrom und Reststrom ausweisen. Die Nachteile, die damit verbunden sind, sind natürlich höhere Kosten für die intelligente Mess- und Kommunikationstechnik. Ich habe eine komplexere Abrechnungssystematik an der Stelle, wenn ich dort jede Viertelstunde umrechnen will, wie viel ist jetzt für den Mieter aus Direktstrom und wie viel ist aus Reststrom gekommen. Für uns auch dann entsprechend folgend, und es ist bei anderen Kundeninformations- und Abrechnungssystemen nicht anders, dass dort keine Modelle von den Unternehmen vorliegen, die das abbilden können. Bei uns im Wilken Energy, was wir nutzen als Unternehmen, ist es auch so. Das Summenzählermodell Smart ist, wie gesagt, unser Zielmodell, aber wir haben festgestellt, dass wir das nicht alleine lösen können, sondern hier mit einem externen Dienstleister zusammenarbeiten müssen. Es gibt gewisse Marktrollen, die am Markt ausgeprägt sind. Dazu gehört auch der Messdienstleister, hier abgekürzt mit MDL. Und diese Rolle haben wir dort entsprechend dann herausgefiltert und definiert, um dort einen Partner zu finden. Zur Konzeption, die wir gewählt haben. Wir haben gesagt, die gängigen Aufgaben, die wir sowieso tun, also Energieliefercontracting, Vertrieb, Messstellenbetrieb etc. sollen bei uns bleiben. Und der Dienstleister soll im Prinzip die Zählerdaten auslesen, umrechnen, so wie wir sie brauchen und dann in unser System wieder einspielen. Das heißt, an unseren Prozessen im Unternehmen verändert sich so gut wie nichts. Die Aufgaben, die zu bewältigen sind, löst an der Stelle der Messdienstleister. Bis hin zur Visualisierung dann der Verbrauchsdaten
Dort werden wir am Anfang mit monatlichen Werten starten, sodass die Kunden auch sehen, wie viel haben sie im letzten Monat aus PV- oder KWK-Strom und Reststrom bezogen. Das Modell kennen Sie schon ganz grob, das ist jetzt dann ein bisschen aufgebohrt. Im Prinzip ist innerhalb des Arealnetzes, also des Gebäudes, der Messdienstleister dann verantwortlich, die Daten auszulesen und umzurechnen und dann entsprechend an die anderen Marktrollen, also sprich externer Lieferant, über den Netzbetreiber oder den Netzbetreiber dann zu liefern. Wir haben uns dort für eine Zusammenarbeit mit der Firma Comet aus Saarbrücken entschieden, die entsprechend, ich sag mal, das System bei sich dann implementiert in deren MDM-Software und das dann für uns umsetzt und uns dann die Daten entsprechend bei uns im Netz zur Verfügung stellt. Zu einem Ausblick, wie sieht es bei uns in den nächsten Monaten dann hier in Konstanz aus? Wir sind im Moment aktiv mit der Entwicklung des Konzepts, was ein neues Konzept, wie gesagt, ist, beschäftigt. Wir werden das wahrscheinlich bis September abschließen und haben dann auch gleich im September das erste Projekt, wo dann Zähler- und Anlagentechnik installiert wird. Das ist ein Neubau der kommunalen Wohnbaugesellschaft hier in Konstanz, die WOBAG, im Drechslerweg. Dort wird dann sowohl PV als auch KWK installiert und entsprechend startend mit 27 Wohneinheiten in den beiden Gebäuden oder ein Gebäude mit zwei Hausblöcken, dann dieses Modell angewandt. In den nächsten Jahren oder in den nächsten Monaten sind dann weitere Projekte geplant. Sonnenbühl-Hockgraben sieht man hier, Schmittenbühl-Nord und die Hegaustraße, teilweise mit KWK und PV, teilweise nur mit PV. Und da sieht man dann auch schon, da gehen die Zahlen dann auch zum Beispiel beim Sonnenbühl-Hockgraben dann auf 90 Wohneinheiten schon langsam auch höher. Und ja, die Wohnbaugesellschaft hier vor Ort errichtet sehr, sehr viele neue Wohneinheiten in den nächsten Jahren, sodass das für uns ein sehr, sehr zukunftskräftiges Modell an der Stelle ist. Damit möchte ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken und stehe für Rückfragen gerne zur Verfügung.